Wir müssen auf jeden Fall jedes Mal eine Schippe drauflegen, ob es jetzt die Produktion ist oder den Erfolg, den man sich verspricht. So. Wenn es charten würde, wäre Killer. Also ich glaube, ich hätte es mittlerweile auch verdient. So. Manchmal baut man Beats und man zeigt es ein paar Kollegen und die meinen, das musst du Zeit geben, weil das maßgeschneidert, könnte kein anderer so gut drauf rappen wie er. Und dann zeigst du denen den Beat und er so, ja, ist cool, aber nee. Und dann sucht er sich einen ganz anderen Beat aus, der nichts damit zu tun hat. Paranoia ist das, ich weiß gar nicht genau, ob ich den gehört habe, mit Crackavelli und Frauenarzt. Was hast du mit den Jungs gemacht? Bestimmt ein gute Laune Party-Track. Yo, ich habe Besuch von Said und seinem Produzenten Kedi Sopir, weil am 12. September Hoodrich rauskommt, das neue Album. Endlich, ja. Hat nicht wirklich ganz ein Jahr gedauert, seitdem wir uns gesehen haben, denke ich mal. Also was mein Zeitgefühl so zulässt. Ja, freue mich drauf. So, dann hat es jetzt nicht gedauert mit dem neuen Album, wa? Nee, nicht wirklich. Also ein gefühltes Jahr, würde ich sagen, ungefähr. So, ich war natürlich ein bisschen schneller fertig, so. Aber mit dem ganzen Kram, der dann noch hinterherkommt, so wie Videos planen und Promo und so ein Kram, denke ich mal, ja. Damit wir mal kurz schon mal geklärt haben, warum ihr zu zweit hier seid. Man darf davon ausgehen, dass du alles produziert hast und voll deine Finger mit im Spiel hattest und ihr alles zusammen ausgearbeitet habt? Also ich war auf jeden Fall Executive Producer. Ich habe, glaube ich, von den 21 Tracks, die es komplett gibt, 14 oder 15 produziert. Ansonsten ist noch Berkan mit drauf und AT Beats und sind unsere Homies und ist alles so intern geblieben auf jeden Fall. Aber ich bin nochmal über alle Songs rübergegangen und habe ein bisschen dafür gesorgt, dass wir einen roten Faden auch haben, wegen der Reihenfolge und alles. Ja, roten Faden habt ihr und abwechslungsreich ist es aber gleichzeitig auch geworden. Ja, genau. Habe ich mich zum Beispiel gefragt, ob das so das Ding ist, dass man sich am Anfang hinsetzt und sagt, ey, wir müssen ja ein rundes Album abliefern und da muss von allem was dabei sein, weil also beim zweiten Mal hören fiel es mir dann so auf, dass es ja schon auch gut verschieden ist von den Songkonzepten und so. Ja, also ich bin dafür bekannt, dass ich mir gar keine Gedanken mache. So. Ich höre mir Beats an so und dann sind das meistens so biografische Sachen aus einer gewissen Zeit. Und ja, das war eigentlich das letzte Jahr, natürlich mit ein paar Sachen, so, die halt schon länger in einem schlummern oder so, aber meistens ist bei mir alles sehr biografisch. Also meine ganzen Alben, so, da ist jetzt nicht wirklich, dass ich mir vorher sage, ey, jetzt müssen wir irgendwie einen Song machen, was oder ein Album machen, was fröhlicher ist oder mehr Party-Richtung geht oder sowas. Wenn ich keinen Bock darauf habe oder mich nicht danach fühle, dann wird es halt nicht so. Nimmst du dann über eine längere Zeit drauf? Weil wenn man jetzt nur alles in 4 Wochen macht, dann ist man mal 4 Wochen so und so drauf, dann geht halt alles komplett in die Richtung. Mhm. Und dann dürften eigentlich gar nicht so viele verschiedene Sachen dabei sein, oder? Ja, also ich habe schon immer verschiedene Stimmungen. So. Ich bin schon ziemlich schizo manchmal. So. Und ja, so ist es halt auch geworden. So. Es gab halt Tage, wo es mir scheiße ging. So. Da habe ich mich eingeschlossen, alles abgehangen so, und dann geschrieben. Und dann gab es auch Tage, so, wo ich dann unterwegs geschrieben habe oder wo die Laune einfach gut war zum Beispiel. So. Was öfter diesmal bei dem Album der Fall ist als beim letzten. Das habe ich schon gehört. Das freut einen ja zu hören. Also beim letzten war das ja noch ein bisschen anders. Ja, das letzte war sehr neigt zu Selbstmord. Nein, aber ja, natürlich, es ging mir auf jeden Fall besser. Ich habe coole Erfahrungen zwischendurch gemacht, war mit Raff auf Tour, war mit KD in Spanien, erste Mal rausgekommen und waren schon alles Sachen so, die irgendwie positiven Einfluss hatten irgendwie auf mich. Ja, und das kam dann dabei dann auch irgendwie raus. Also ich, ja, bin auch froh, dass es sich am Ende so anhört. So, ich glaube, nochmal so ein deprimierendes Album. Was heißt deprimierend? Also es ist halt irgendwie, ja. Ich würde auch nicht sagen, dass das jetzt so ein Album war, wo man sich denkt, das kann ich mir ja gar nicht anhören, weil danach habe ich immer Bock, mir die Arme aufzuschlitzen oder so. Ja, ich meine, wenn ich mir jetzt irgendwie ein Cormega-Album von früher anhöre oder so, Straßenrap halt, dann ist das ja normalerweise auch nicht, hey, voll geil hier, ein Drive-By, bisschen Party, weißt du? Ja, also, obwohl sie das mit den Beats dann vielleicht aber auch so verpacken. Weißt du, ich meine, bei mir waren schon die Beats auch alle sehr so, keine Ahnung, wie kann man das beschreiben, so schwer. Also im letzten Album? Ja, also wenn ich das jetzt so mit einem Buch vergleichen müsste, wäre das letzte Album auf jeden Fall so ein dicker Wälzer gewesen so. Und das ist jetzt schon eher fast wie ein Comic. So halt alles sehr bunt und actionreich und sowas. Und beim letzten war halt so ein richtig schweres Buch irgendwie. Ja, da packt gerade am Anfang, so vor allem in den klassischen ersten Alben, packt man ja auch gerne sein ganzes Leben so rein und hat dann irgendwie... Ja, das erste Album war bei mir eigentlich auch relativ fröhlich so. Ich habe das letzte Mal schon irgendwo irgendjemand erklärt, wo ich dann, für mich war also das erste Album nach Alles oder Nichts, was ich damals mit Yomi gemacht habe, war das erste Album immer noch so, yeah, ich mache Musik und das wird schon laufen, ich brauche eine gute Musik machen, dann haben wir Erfolg und Geld und dies, das so. Beim zweiten Album habe ich halt gemerkt, dass das nicht so läuft. War erstmal so, yeah.
Und jetzt halt irgendwie habe ich wieder die Freude daran gefunden, irgendwie Musik zu machen so und auch mich mit diesem ganzen Geschäft vielleicht, also es ist nicht mehr so belastend, weißt du, irgendwie dann einen guten Weg gefunden. Ich habe in der Presseinfo gelesen, dass das Album ein sehr ernsthafter Chartanwärter ist. Wo soll es denn, steht da glaube ich drin, wo soll es denn hingehen? Gibt es da feste Pläne oder gab es da von Anfang an so, hey, dieses Mal müssen wir auf jeden Fall das und das schaffen? Ja, wir müssen auf jeden Fall jedes Mal eine Schippe drauflegen, ob es jetzt die Produktion ist oder den Erfolg, den man sich verspricht. So. Wenn es charten würde, wäre Killer. Also ich glaube, ich hätte es mittlerweile auch verdient. So. Ja, aber so jetzt wirklich, dass ich dann irgendwie mir jetzt die Pistole selber an den Kopf oder auf die Brust setze, so ist es jetzt auch nicht irgendwie. Aber es wäre schon gerechtfertigt auf jeden Fall, ohne jetzt arrogant zu sein oder so, aber ich... Also mindestens irgendwo in die Top 100 gehört es schon mal garantiert und das kann auch ruhig mal im oberen Drittel sein. Kann es auf jeden Fall sein, so. Wäre ich Gott dankbar, ja. Vor allem, weil du ja auch dieses Hoodrich-Motto hast. Mhm. Ne, so heißt ja jetzt dieses Mal auch das Album. Genau. Mach mal eine Idee. Ist eigentlich so Hoodrich auch das endgültige Ziel in deinem Leben? Also man ist irgendwie immer noch in der Hood, aber du hast irgendwo mal zum Beispiel gesagt, so der Einäugige unter den Blinden und genau. So, wenn man sich dann die Wohnung schon leisten kann oder ja, so. Genau. Oder ein bisschen weiter vorwärts kommt, so als es eigentlich für die Hood normal ist. Möchtest du denn, peilst du jetzt so Hoodrichness an oder eher die Uli Hoeneß-Richness im Vorort, wo man dann mit der Hood vielleicht auch gar nichts mehr zu tun hat? Nee, ich glaube, also wenn ich mit der Hood nichts mehr zu tun habe, wären, glaube ich, die Texte auch scheiße. So. Bei mir ist auch immer so, wo ich mir dann manchmal überlege, wenn man auch so an 50 Cent denkt oder sowas, ab da, wo sie richtig Geld hatten, wurde die Musik scheiße so. Das soll jetzt nicht heißen, dass sie jetzt nicht mein Album kaufen sollte, aber ich glaube, wenn ich jetzt richtig Kohle machen würde oder richtig reiche oder so, dann würde sich meine Mucke auch dementsprechend anhören. Also ich lebe auch davon, dass es mir scheiße geht oder meine Musik lebt davon teilweise, dass es mir scheiße geht oder es in der Gegenteil scheiße läuft oder sowas. Dieses guter Rap gedeiht im Dreck-Prinzip. Genau, ja, ja, ist so. Jetzt heißt das Album Hoodrich, aber es kommt über No Limits raus, obwohl Hoodrich, das gleichnamige Label von dir, gegründet ist. Ich habe es nicht ganz verstanden. Label wurde mir auch dann mehr oder weniger mal so aufgedrückt. Also es ist eigentlich mehr oder weniger ist eine Crew. Ein Label ist, wie sagt man, das wäre, mir fällt jetzt das Wort nicht ein, aber das wäre, würde der Sache nicht gerecht werden. So, weißt du, das ist halt so, ich habe den Namen immer im Kopf gehabt, habe Leute dafür im Kopf gehabt so und wollte dann einfach loslegen, so was jetzt wirklich alles so Labelarbeit beinhaltet, so das wusste ich am Anfang gar nicht, so weißt du. Ich habe echt gedacht, so das läuft alles ganz einfach und man muss nur seine Songs machen und der Rest passiert dann so, aber das ist nicht der Fall. Also ein Label hat richtig viel Arbeit und umso mehr Künstler du hast, hast du auch mehr Verantwortung und es ist so ein bisschen wie so ein Nest, wo dann so voll viele kleine Vögel drin sind, so die fangen dann alle an zu kreischen so und du musst dann losfliegen und irgendwie Essen nach Hause bringen, so. Und das ist schon ganz schön Arbeit. Und ich glaube, mittlerweile tut man mir damit auch einen Gefallen oder tun sich alle damit einen Gefallen, wenn man das auch denn so dabei belässt. Halt, das ist eine Crew so und das soll nicht halt irgendwie bedeuten, dass sich jetzt irgendwelche Leute ausruhen können oder sowas, weißt du. Wie das halt klassisch so ist. Man ist vor allem eine Crew und macht es dann halt eben einfach mal selber, weil man halt eben rauskommen will. Aber du hast doch nichts dagegen, wenn du was abgeben musst und das ist dann auch mit ein Grund, warum du das im Business inzwischen entspannter siehst als vorher? Ja, ich habe sowieso, also ich habe nie ein Problem, wenn jemand mit mir verdient, anstatt an mir so. Ich habe keinen Bock für irgendjemanden der Sklave zu sein, sonst hätte ich mich auch dafür entscheiden können, in irgendeiner riesen Firma an irgendeinem Fließband zu sitzen so und irgendeinen Chef wieder reich zu machen. So. Ich habe Bock, dass Leute mir mehr Möglichkeiten geben, beziehungsweise, dass man mehr Geld verdienen kann und da dann von was abzugeben für jeden seine Arbeit so und Leistung, habe ich überhaupt kein Problem mit so. So, überhaupt nicht. Wie sollte denn der Sound des Albums werden? Hast du dir mehr Gedanken gemacht als dein Kollege vielleicht? Nee, also ist bei Side, das habe ich auch öfters gesagt, manchmal baut man Beats und man zeigt es ein paar Kollegen und die meinen, das musst du Side geben, weil das maßgeschneidert, könnte kein anderer so gut drauf rappen wie er und dann zeigst du denen den Beat und er so, ja, das ist cool, aber nee, und dann sucht er sich einen ganz anderen Beat aus, der nichts damit zu tun hat. Und ja, aber das ist auch erfrischend irgendwie, weißt du, weil wir gehen jetzt auch nicht so, wir sind auch nicht an dem Album so rangegangen mit einem festen Soundbild oder ein festes Ziel, so muss ich das anhören, sondern er hat Beats bekommen, hat immer wieder Beats bekommen, hat geschrieben und dann kamen die Songs raus. Und deswegen musste man am Ende dann halt sich viele Gedanken machen, okay,
passt das alles zusammen? Wie die Reihenfolge, es ist natürlich sehr wichtig, dass man nicht das Album hört und denkt, hey, was ist los mit dem? Weißt du, das muss alles fließen. Da bin ich auch froh, dass ich KD habe. So. Das hatte beim letzten Album auch schon ganz gut gemacht, wobei es bei diesem Album, glaube ich, ein bisschen schwieriger wurde, halt, weil es noch verschiedener war als das letzte. So. Und auch 20, 30 Mal durchgehört und versucht dann halt die richtige Reihenfolge für die Songs zu finden. Aber wie gesagt, darüber mache ich mir immer keine Gedanken, wenn ich dann halt irgendwie zu Hause anfange zu schreiben. So. Dann ist es einfach so wichtig, dass der Sound oder der Song halt irgendwie rollt so. Und den Rest das ist dann auch mal so, ich weiß, dass er das schon hinkriegt, so irgendwie, weißt du. Ja, da mache ich mich, dann stelle ich mich gerne dumm oder tot oder wie auch immer. So, das, da bin ich echt froh, dass ich ihn habe. Ja, lass mal auf die einzelnen Songs eingehen. Zum Beispiel, auch was Feature-Gäste angeht. Oh, ja. Ich glaube, alles weiß ich da noch gar nicht, weil auf dem Snippet habe ich noch keine Feature-Gäste gehört. Ein paar Sachen weiß ich schon, zum Beispiel ist Vasel auf Hab's versprochen drauf, habe ich gelesen. Genau. Hast du auf Facebook geschrieben. Genau. Okay, erzähl uns mal was über den Song und wie es dazu kam, dass du Vasel da drauf hast. Was über den Song erzählen? Also ich habe, man muss dazu sagen, alle Feature-Gäste, die wollte ich auch unbedingt haben. Und ich habe sie halt vorher auch schon auf diesen Projekten gehört, so. Also als ich den Beat gehört habe und gedacht habe, Mann, Alter, wenn du jetzt ein Feature aussuchst, wer könnte das sein, so. Und dann wollte ich auch unbedingt den haben oder gar keinen, so meistens, weißt du. Weil irgendwie jetzt einfach nur irgendjemand zu holen, damit der Song fertig ist, sowas mag ich auch nicht so. Was kann ich über den Song erzählen? Es ist halt immer schwierig für mich, irgendwie Songs zu erklären, irgendwie. Ich glaube, es ging bei dem um... Ja, halt sein, ich baue jetzt keine Scheiße mehr, genau, weil ich habe es versprochen. Genau, und diese Problematik halt auch zwischen Versprechen geben und es dann auch einhalten zu können, so, und weil sich halt dein Umfeld meistens nicht verändert, außer du kannst dich halt selber verändern, aber dein Umfeld bleibt das Gleiche und deshalb ist der Weg zurück immer schneller, als irgendwie da rauszukommen. Und diese Problematik beschreibt es halt so ein bisschen. Da hast du dir gedacht, das wird Vasel auch kennen und da machen wir jetzt genau einen Song drüber. Ja, er ist mir halt sowieso auch äußerst sympathisch. So. Also wenn ich, das ist halt auch kein Gangster-Rapper, der jetzt unbedingt jeden Tag so, wie sagt man, das zeigen muss, so, weißt du? Also ist cool locker geblieben. Der Typ war auch schon im Knast, so. Ich habe das Gefühl, man redet die gleiche Sprache, so hat man das meiste eh schon hinter sich. Schon fast alles. Also wenn man im Knast war, dann hat man echt das meiste eigentlich so gesehen. Und das merkt man bei ihm auch irgendwie, dieses Erwachsensein teilweise, aber durch halt das Leben, wie man es hatte, nicht unbedingt, damit hat das Alter nicht viel zu tun, sondern eigentlich nur durch die Sachen, die man erlebt hat. Und ich wollte jemanden haben, der auch aus seiner Erfahrung her sprechen kann so. Und nicht irgendwie jemanden, dem ich das Thema einfach aufs Auge drücke. Welche Reife kriegt man denn vom im Knast sein, die andere Leute vielleicht nicht haben, oder? Zum Beispiel Verluste, mit Verlusten richtig umzugehen, sein Leben neu zu planen, sich zu orientieren und zu sagen, okay, das hat mich jetzt hierhin gebracht, so, und wo stehe ich im Leben, was mache ich draußen, wie soll alles weiterlaufen, weil normalerweise draußen machst du dir keine Gedanken, so, da hängst du mit deinen Homies, rauchst ein, zwei, trinkst vielleicht noch was und dann ist der Tag auch irgendwann wieder zu Ende und du fängst einen neuen Tag an, so. Und drinnen bist du halt nur mit dir selber beschäftigt. Du kannst dich drinnen natürlich auch wegballern, so wenn es dein Ziel ist, dann kriegst du da auch deine Drogen. Aber es war für mich halt nicht so der Fall. So, ich habe mich tierisch geärgert. Ich war im offenen Vollzug und wurde abgeschossen, so, weißt du. Und einfach nur aufgrund meiner Urinprobe, die sie mir gleich von Anfang an abgenommen haben. Das heißt, die konnte noch nicht mal sauber sein, weil ich ja gerade erst von draußen gekommen bin, von meinem Leben so. Und dann saß ich da auf einmal in Tegel, alles war abgeschlossen so, es war nichts mehr mit offener Vollzug und du kannst mal Wochenende draußen pennen oder so, das war dann erstmal ganz anderes Level und da habe ich mich ziemlich über mich geärgert so. Du kannst ja auch keinem anderen die Schuld geben, so. Du bist mit dir da alleine, die Tür geht zu und ab da bist du mit dir alleine und ich glaube, das ist auch das Schlimmste. Man kann so alles, was die Leute, glaube ich, aus Knastfilmen kennen und sie als schlimm empfinden, ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist wirklich, mit dir alleine zu sein und über dein Leben nachzudenken. So. Was man in einem Film nicht so zeigen kann, genau, weil es gar nicht so spektakulär aussieht, ja, wenn da so einer sitzt, ja, und nachdenkt. Die Duschszenen immer viel krasser. So, ja, wer hebt jetzt die Seife auf, dies, das, warum bin ich stark genug und so. Das waren ja auch meine ersten Filme. So meine Abgangszelle habe ich noch versucht, schnell zu pumpen, so, damit ich halt irgendwie so innerhalb von 10 Minuten, ja, Digga, jetzt geht's gleich los. So. Wie heißt der Film, wo der Hauptdarsteller sich die Fresse einschlagen lässt, bevor er in den Knast geht, damit er nicht in den Arsch gefickt wird? Ja, Mann, ja, genau. Das gibt's auch, ne? Ja, ja, aber ich weiß, ja, das irgendwie, der ist sogar 10 Tage oder so heißt der. Das waren irgendwie ein paar irgendwie Tage, sowas, bevor er halt, ja, irgendwie rein, ja, musste, so. Und am letzten Tag hat er halt seinen Kumpel gefragt, damit er halt ein bisschen härter aussieht. So. Er meinte halt, du siehst zu schön aus, so. Hast ein zu schönes Gesicht für da drin, so, du wirst halt gleich als Mädchen enden oder sowas. Und da hat er sich halt mal die Fresse polieren lassen. Ist auch eine Idee.
weiß, wie viele das danach gemacht haben. Ne? Irgendwie mehr, wenn man nicht im Knast war, weiß man ja nicht mehr darüber, als was man im Film gesehen hat. Also ja, kann ich mir schon vorstellen, oder was man vielleicht mal gehört hat, aber ne, dann versucht man es halt so ähnlich zu machen, wie man es im Film gehört hat. Ja. Okay, vielleicht hat ja der nächste Track, den ich hier stehen habe, naja, positiveres Ding, ich weiß es nicht, Paranoia ist das, ich weiß gar nicht genau, ob ich den gehört habe, mit Cracker Valley und Frauenarzt. Was hast du mit den Jungs gemacht? Bestimmt ein gute Laune Party-Track. Ist es ein Trap-Beat? Ja. Ist ein Trap-Beat, weil ich habe auch immer davon keine Ahnung, ich krieg den Beat, finde den geil, dann ist gut. Trap-Beat, der Titel sagt eigentlich schon viel so, geht um Paranoia. Zum Beispiel, also als ich damals halt getickt habe viel irgendwann, ich habe die Bunker halt so voll gepumpt, immer bei anderen Leuten, die halt irgendwie Wohnung hatten oder sowas. Dann habe ich denen die Miete bezahlt, durfte dann halt so einen Koffer lassen mit Gras drinne und dann irgendwann waren alle Bunker voll und ich hatte trotzdem noch irgendwie 4-5 Kilo, die ich irgendwo hinbringen musste und die lagen dann zum Beispiel in meiner Wohnung. Und dann schläfst du halt auch scheiße, so, weißt du, jedes Geräusch, was du dann hörst, rennst du sofort zum Spion, guckst dann nach, so, selbst wenn es dunkel ist, so, ich hatte ja auch schon Bullen, die dann irgendwie 10, 20 Minuten da einfach im Dunkeln gestanden haben und dann habe ich immer versucht, durch meinen Spion, da gab es dann immer so ein, wenn du im Haus stehst, dann ist doch dieses, vom Lichtschalter ist meistens leuchtet rot, damit du halt siehst und ich habe dann immer darauf geachtet, dass ich dieses rote Zeichen noch sehe, weil sonst hätte ich gewusst, dass da jemand vorsteht, so. Und dann immer in der Hoffnung so, Spion, hast du jetzt dieses rote Ding gesehen und sowas. Einfach nur Paranoia-Film. Ich habe auch schon mit Leuten irgendwelche Dinger durchgezogen, wo ich dann auch wusste, wenn die dann irgendwie vernommen werden, dann fangen die an zu quatschen und dann sind die irgendwann später bei mir. Und dann gibt es halt viele Sachen, wo du einfach paranoide Zustände bekommst. So, ich habe damals meine Freundin kennengelernt, habe ihr noch damals gesagt, so, ja, bitte bring mir keine Menschen mit zu meiner Wohnung, so, weil ich, niemand sollte wissen, wo ich wohne, damit halt auch erstens bei mir keiner einreiten kann, so, weil er auf dumme Gedanken kommt und denkt, bei mir findet er gleich irgendwie 100.000 Euro oder 200.000 oder irgendwelche Feinde oder irgendwas, wusste echt keiner, so. Und als ich sie dann kennengelernt habe, so, das war dann halt auch alles sehr seltsam, weil dieser Mensch halt voll normal war, weißt du, und dann kam sie mit ihrer Freundin und stand unten vorm Fenster und fängt voll an, laut zu pfeifen, so, und ich habe aus dem Fenster, ich so, was machst du, was tust du mir an, so. Und es sind halt einfach so voll viele Sachen, wo, habe ich gemerkt, wo ich halt anders handle, wo ich anders drüber nachdenke, als es normale Menschen tun, so. Und das ist halt so eine, dieses ganze Ticken so, dass halt auch wirklich du keinem vertrauen kannst, auch die ganzen Kunden, die den ganzen Tag nett zu dir sind, weißt du, das sind ja nicht Leute, die einfach nett sind, weil du Obst und Bananen verkaufst so, und sie dich irgendwie feiern, weil du deinen Laden an der Straße hast. Nein, das sind alles süchtige Menschen so. Die würden dir sonst was erzählen, nur damit sie an den Stoff rankommen, weißt du. Und das sind halt alles so, da kriegt man echt so Filme. Paranoia-Filme auf jeden Fall. Und eigentlich da in dem Song beschreibe ich das so ein bisschen. Okay, klingt interessant. Jetzt haben wir das nächste Ding, das dürfte aber jetzt mehr gute Laune verbreiten. Mit Credibil und Yoshimitsu hast du auf Tournee gemacht, was wahrscheinlich die Tourerfahrung von der Zodiac-Tour verarbeitet. Genau. Gleich umgesetzt. Ja, cooler Song. Auch zwei coole Feature-Gäste drauf, die das auch mit mir sehr, sehr gut umgesetzt haben. Wie war es denn auf Tour? Wie war es auf Tour? Es war sehr, sehr cool. Es hat viel Spaß gemacht. Ich habe viele nette Leute getroffen, neue Leute auch getroffen. Ich bin sowieso für mich, also die meisten Fans, die ich kannte, so, die kannte ich dann halt in Berlin irgendwie. Weißt du, ich wusste nicht, wer in Stadt da und Stadt da meine Songs so hörst. Und dann siehst du die Leute auf einmal. Und da ich ja sowieso so Songs mache, wo man ein bisschen mit einem gewissen Anspruch, war das auch cool, sich mit den Menschen zu unterhalten irgendwie so, weißt du, weil man dann halt nicht über irgendwelche, wie sagt man, Punchlines geredet hat, sondern über das Thema an sich so. Die kennen dich ja sogar auch ein bisschen, weil sie sich deine Songs angehört haben und ja, du eine Menge persönliche Sachen da reinpackst. Und sowas, ja. So. Wegen der Doku war auch viel so, wo dann, was dann auch teilweise schwierig wurde, wenn dann Leute kommen so mit wirklich krassen Themen so und mit denen darüber reden wollen und dich dann angucken, als hättest du einen guten Tipp für sie, weißt du. Da tue ich mich auch ganz schwer. Du kommst gerade von der Bühne und weißt, dass irgendwie 3 Flaschen Wodka und sonst was im Backstage wartet und wolltest gerade so feiern gehen und dann kommt einer und packt seine Lieblings. Ja, wobei ich mir auch die Zeit nehme so gerne. Also ich bin auch nicht so der Feiertyp unbedingt so. Also ich mag es auch nicht besoffen sein. So, man
wenn man irgendwo an fremden Orten ist. Ich trinke eigentlich meistens immer nur irgendwie in Wohnungen oder so, wo ich weiß, ich habe jetzt nicht in den nächsten 10 Minuten eine Schlägerei, wo du denn nicht triffst, weil du zu drunken bist. So. Ich hasse diese Fuchtelschlägereien. Kennst du die, die dann so 30 Minuten über die Straße? Ich war immer bei sowas eine Faust gebrochen, weil ich zu besoffen war. Ja, Digga, siehst du, genau davon rede ich. Deshalb saufe ich auch nicht, wenn ich irgendwo, wo viele Menschen sind. Auch so eine Paranoia von mir. So, ich mag nicht. Also es ist auch ganz komisch, so, wenn ich mit anderen Leuten darüber und sage, hey, du stehst doch auf der Bühne, aber auf der Bühne stehe ich alleine. Das ist ganz komisch. Natürlich sind da voll viele Menschen so, aber wenn ich jetzt auf so einer Massenveranstaltung bin, so, dann kriege ich auch Film. So, es wird mir alles zu eng. Ich muss jeden Menschen beobachten können. Ich hasse es auch, wenn ich angerempelt werde, so, was bei so großen Veranstaltungen halt unumgehbar ist, so, weil einfach so wenig Platz da ist. Aber die meisten Leute haben nicht mal Respekt, und um sich zu entschuldigen. Und da ist dann auch schon wieder für mich so ein Grund, wo ich dann anfange auszuflippen, so. Und mich dann selber beschützen muss, einfach nur, damit ich keinem eine baller und schon wieder eine Anzeige bekomme, so, weißt du, weil ich ihm jetzt irgendwie Respekt beibringen muss oder sowas, so Grundregeln. Deshalb so Massenveranstaltungen sind eigentlich auch nicht mein Ding, so. Ja. Dann haben wir einen Song von euch beiden zusammen. Ja, Mann. Der Rich Bitch. Ja, das ist der. Sind das auch Tourerfahrungen, die ihr da verarbeitet habt? Tour, oder wo lernt ihr die reichen Mädchen kennen? Es war die Spanien-Tour eigentlich, mehr oder weniger. So, da habe ich halt gesehen, irgendwie im. Das ist ganz, ganz komisch. Wenn man bei uns beim Kudamm ist, so, dann sieht man da halt am Kudamm, merkt mittlerweile in der Bergmannstraße auch, aber am Kudamm ist halt noch krasser. Du siehst dann so eine Straße mit voll vielen krassen Autos hintereinander, so, weißt du. Und als ich bei KD da in Spanien war, so, da haben sie das Gleiche nur mit Booten. Ja, so eine Riesenstraße, alles voller Schiffe auf der einen Seite, und auf der anderen Seite sind alles nur krasse Boutiquen, so. Also da legen irgendwelche Scheiß an, wo dann die 30 Frauen dann irgendwie mal kurz an Land steppen, so, dann sofort in diese Handtaschen-Dings, in den Handtaschenladen gehen und sich da eindecken. Und es waren auch viele Sachen irgendwie, ja, und ansonsten dieses böse Jungs, reiche Mädchen-Prinzip, das ist nichts Neues irgendwie. Also das haben wir in Berlin auch sehr, sehr oft, dass dann irgendwie die ruhigen Mädchen aus den Vororten, dass ihr Leben ihnen irgendwie zu langweilig oder zu spießig ist und sie das Abenteuer suchen irgendwie und sich dann irgendeinen Gangster schnappen, mit dem 3 Jahre zusammen sind, und dann doch irgendwie merken, dass das Leben zu hart ist und sich dann wieder in ihren... Dann auch ganz froh sind, wenn sie wieder in die alte Welt zurückkommen. Ja, genau, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das hat auch, wir waren ein Kollege von uns, Hugo Bass, da war auch dabei, und da hatte seine Masche, weißt du noch, so, ey, wir müssen jetzt so ein Mädel finden, so, die mit ihren Eltern so ein reiches, genau, Mädchen. Genau, auf jeden Fall. Und ja, Mann, und die machen alles klar und so, die braucht Abenteuer, weil die ist gerade gelangweilt in den Ferien und so. Ja, so nett war auf jeden Fall. Dann haben wir noch einen Song über miese Bullen. Ich weiß nicht genau, wie er heißt, und ich weiß nicht, ob er einen Feature-Gast hat, weil das, glaube ich, noch nicht bei dir auf Facebook stand. Der Song für mich heißt der Fu. Das ist auch so ein Knastausdruck irgendwie. Und ist die Abkürzung für Freund und Helfer. Was aber nicht immer der Fall ist irgendwie. Ja, und beschreibt es so ein bisschen. Man könnte... Es gibt so einen Film mit... wie heißt der? Denzel Washington. Den bösen Training Day. Training Day, so ein bisschen so ähnlich wie der angelegt halt. Muss ich auch schon dran denken. Aber ja, es geht, weil halt, er ist ja so der, halt, der kontrolliert die Hood. Ja, es geht halt auch um dieses Machtgefüge, so, gibt Menschen Macht und er nutzt sie irgendwann aus, so, weißt du. Und genauso ist es mit den Bullen auch, die können sich es einfach leisten, dich anzuhalten, dich auf den Boden legen zu lassen, die Handschellen oder diese Gummibänder daran machen zu lassen, die können mit dir machen, was sie wollen, so, und alles unter dem Deckmantel des Gesetzes irgendwie. Und du berufsbedingt mehr zu tun hattest in deinem Leben. Ja, auch, aber das ist nicht mal unbedingt alles nur jetzt, es sind auch Sachen, über die ich mich aufrege. Bei uns in letzter Zeit sind halt ein paar Leute abgeknallt worden auch, wo es dann halt irgendwie danach keine, wie sagt man, für den Polizisten kein, er wurde nicht bestraft, so, weißt du, was ich meine? Also vom Bullen abgeknallt. Ja, genau. Einfach so, der eine Junge saß in seinem Auto, so, der Polizist hat gesagt, ja, der hätte mich sonst überfahren, und schießt durch die Frontscheibe so in den Kopf rein, so. Letztes Mal habe ich auch irgendwas, was so ein bisschen Sarkasmus ist, so, ich muss jetzt auch aufpassen, dass ich nicht lache, so. Aber irgendwie in Bayern oder so habe ich jetzt vor kurzem gelesen auf Facebook, so, hat der Polizist, er wollte auf die Beine schießen, hat aber den Kopf getroffen, so. Beides ist scheiße, so, weißt du, also entweder ist er zu blöde, so, weißt du, dann ist schon mal scheiße, so, wenn er jemanden auf die Beine zieht und dann den Kopf trifft, ist auch irgendwie nicht cool. Und das andere wäre halt, dass er den Kopf treffen wollte. Ist auch scheiße, so. Weißt du, der Junge hat, glaube ich, nur irgendwie ein bisschen Gras bei sich gehabt. So. Und das kann halt schnell gehen. Also zumindest hast du das Gefühl, dass die Polizei in Deutschland manchmal auch so ähnlich wie zum Beispiel bei Training Day drauf ist. Ja, zum größten Teil eigentlich auch, ja. Also selbst wenn du so ein Polizist bist, der jetzt voll erstmal frisch von seiner Uni da kommt, da, von der Police Academy da,
kommst und du hast noch voll gute Vorsätze, weißt du, willst noch alles richtig machen, kommst du in ein Gefüge rein, was schon so festgehakt ist, weißt du? Dann bist du einer, bist du der Neue unter 20, die alle schon so, wo das dann schon so eingespielt ist und alle sind schon kacke drauf, so, wir können eh nichts verändern, der kommt nächste Woche wieder raus und bla, so. Und dann, wenn du dann nicht mitspielst da, dann bist du halt der Arsch, so, weißt du? Du sagst, beschreibst das da ja auch so, dass der ja eigentlich lebt ja in der gleichen Welt wie genau, auch die Typen, die auf genau, der Straße ticken zum Beispiel. Genau. Ich habe auch mit Typen geredet über Polizisten, die, also über Schließer. Weißt du, die sind mit dir den ganzen Tag zusammen eingesperrt, ehrlich gesagt. Die dürfen zwar dann abends raus aus Tegel oder so, aus dem Knast so, aber die sind den ganzen Tag mit dir in der Anstalt drin. So. Die haben gar keine Freunde, Digga. Der hat so ein Büro am Ende des Flurs, passt dann auf 24 Leute oder sowas auf seiner Station. Das ist der einzige Umgang, den er hat. So, außer noch seine zwei, drei Beamten, die er wahrscheinlich in der Mittagspause trifft und ein Käffchen trinkt. So. Aber ansonsten hängt er mit uns rum so. So, er hat keine anderen Leute irgendwie. Und irgendwann hat es auch so einen bestimmten Einfluss auf die, glaube ich, denke ich mir. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Vielleicht auch gar nicht mehr so anders drauf ist. Und manche nee, ist man nicht. So, man redet sich zwar ein so, dass man auf der anderen Seite halt steht, aber im Grunde genommen machen sie alle die gleiche Scheiße, worüber ich auch einen Song gemacht habe. So, dass eigentlich mittlerweile alle gleich sind. Und anders als wir, meinst du? Genau. Mit Zilla. Mit Zilla und PTK. Beschreibt es auch so ein bisschen, dass halt irgendwie, wie du jetzt schon erwähnt hast, Uli Hoeneß zum Beispiel oder andere, die dann halt ihr Leben lang mit dem Finger auf andere Leute gezeigt haben, aber am Ende nichts anderes gemacht haben, weißt du? Aber sich ihr Leben lang besser fühlten oder so, weißt du? Und was mich dann auch ankotzt, so was ein Uli Hoeneß denn so zum Beispiel, dass sie dann sagen, ja, er hat so viel Gutes in seinem Leben gemacht, weißt du? Und das ist jetzt voll krass, wenn er jetzt in den Knast kommt. Was heißt denn für Mutter Therese, dass sie dann mit Maschinengewehr durch die Gegend rennen kann, weil sie in ihrem Leben irgendwann mal richtig viel Gutes gemacht hat, so? Das und ein Typ, der vertickt hat, hat er vielleicht auch gute Sachen in seinem Leben gemacht. Ja, hat er das für, die seine, gleiche Situation. Für seine Voraussetzungen bestimmt irgendwie. Natürlich. Das ist sowieso mit diesen Tickern und dass man die so jagt, ist sowieso behindert. Ich meine, du darfst in Berlin Gras haben, so, aber irgendwo musst du auch herkommen, so, ist doch logisch, Alter. Irgendjemand muss es holen, so. Der Typ ist halt am Arsch oder der Böse, so, weißt du. Schon komisch. Ganz andere Frage, was ich mich zwischendurch gefragt habe. Mhm. Ich weiß nicht, ob du es mir irgendwo erzählt hast. Ich glaube, ganz am Anfang, als du angefangen hast mit Rappen, der erste, den du kennengelernt hattest, war Harris. Ja, das genau. War noch, bevor du im Knast Kalusha genau. kennengelernt hast und genau. richtig angefangen hast. Ja. Warum kannte man dann Harris? Es bietet sich ja fast schon so eine Story an, weil du gerade von Verticken geredet haben. Das war mir beim Fragen aufschreiben noch gar nicht so bewusst. Also zu Harris muss ich sagen, ich bin irgendwann Hallisches Tor angezogen. So, hatte mein Pitti, so ein Pitti-Weibchen, bin dann da schon durch den Block gelaufen und dann hat man mich halt gefragt, so, ja, wo ziehst du hin, mein Mann, wegen dem Hund, man unterhält sich halt so. Und meinte, ja, habe ich ihn halt beschrieben, wo ich wohne, in welchem Haus, so in welchem Block. Da meinte er, ja, da wohnt auf der und der Etage halt auch jemand mit einem Pitbull und so. Und ich war zufällig auf der gleichen Etage und irgendwann kam dann der Besitzer rüber bei mir klingeln, einfach um nach Blättchen zu fragen. Und so hat sich das, wenn ich keine Blättchen hatte, bin ich dann rübergegangen und irgendwann wurde ich mal in die Wohnung reingezogen, so, weil bei dem eine Hausdurchsuchung war, so. Habe ich geklingelt und haben die Bullen mich gleich reingezogen, so, und wurde dann auch durchsucht, pipapo. Und da hat man mehr gequatscht und irgendwann ist dann Harris mal dazu gestoßen, also der hat sich da sein Gras besorgt. Hallisches Tor halt irgendwie und dann sind immer ein paar Leute mitgefahren, also der Ticker aus der anderen Wohnung ist, die sind dann, er hat dann immer ein paar Leute aus der Hood mitgenommen. Um denen was zu zeigen oder auch um sich Rückendeckung für manche gewisse Situationen irgendwie zu verschaffen. Und irgendwann war ich halt mit dabei unter den Glücklichen, die dann mal mit in so einen, auf so eine Tour mit durften, zum Beispiel wie Splash und so, wo dann Hotelzimmer alles bezahlt war und ich mir dann einfach Eis mit heißen Himbeeren aufs Hotelzimmer bestellt habe, ohne mir über eine Rechnung Gedanken machen zu müssen oder sowas. War schon Lifestyle. Und das hat mir dann sehr imponiert irgendwie. Und war die Initialzündung dafür, auch rappen zu wollen? Ja, doch schon irgendwie, ja, muss man sagen. Klar, natürlich, weil ich das Gefühl hatte, dass es sowas halt, was ich zu erzählen habe, eigentlich noch nicht gibt. Damals war eigentlich, haben sie um diesen ganzen Gangster-Rap oder um alles was härter, weil ich glaube, Azad war mit einer der Ersten, der irgendwie sowas machen durfte und der nicht gleich in irgendeine Schublade gerutscht ist. Aber sonst war dann immer so, war eher so Happy-Mucke, so, weißt du, so. Was gab's denn damals alles, Alter? So Maskulin war ja West-Berlin. Maskulin war ja schon ein bisschen so die härteren, so, weißt du? So, aber so richtig straßenmäßig gab's da gar nicht viel in Berlin, so. Es war echt ein bisschen schwierig irgendwie. Es kam dann erst wieder mit Agro, so. Wo man dann das Gefühl hatte, okay, da spricht man eher die gleiche Sprache.
Einen Song hätte ich noch, Nummer unterdrückt, wo ich mich gefragt habe, welcher das eigentlich war. Weil wie gesagt, ich habe Songs gehört und ich habe Titel gehört, ich konnte es nicht zuordnen. Welcher war das? Es ist ein Song mit Mesco. Feiere ich auch übertrieben, den Song. Auch einer der letzten, die wir, einer von den mitletzten, die wir aufgenommen haben. Wollte auch unbedingt ihn auf dem Song haben, so. Bin auch froh, dass er es klar gemacht hat, weil er am Anfang eigentlich das weniger machen wollte, so. Was so typisch eigentlich für ihn auch ist. Und hat dann nochmal was anderes probiert, aber dann hat er schnell gemerkt, dass er das eigentlich durchziehen muss. Was am Ende dann halt auch alles so passiert ist. Da geht es eigentlich darum, dass, wie du vorhin auch meintest, man nicht immer seine Nummer wechselt und dann irgendwann haben irgendwelche Penner deine Nummer so und die rufen dann bei dir an und stressen, weil sie dann irgendwie diese kilometerweite Entfernung zwischen Auge in Auge haben, so weißt du, und werden dann auf einmal frech am Telefon und sowas. Ja, darum geht es in den Song, haben wir sehr, sehr schön verpackt. Und die rufen meistens mit unterdrückter Nummer. Mit unterdrückt an, damit du sie halt auch nicht zurückrufst. Bist du dran, wenn du unterdrückte Nummern hast? Selten, ganz, ganz, ganz selten. Deshalb sage ich auch immer allen Leuten irgendwie, die gerade meine Nummer bekommen, schick mir erstmal eine Nachricht, damit ich sie abspeichern kann, sonst wird es nichts. Also allen Leuten gib erstmal deine Nummer, weil wenn ich die Nummer nicht kenne, gehe ich schon meistens nicht dran, nicht genau, nur bei unterdrückt. Das ist auch so ein Ding so, aber das mache ich mittlerweile öfter so, weil es echt sein kann, dass KD irgendjemandem Wichtigen jetzt meine Nummer gegeben hat, der mich jetzt erreichen muss und das hatten wir im Vorjahr schon das Problem, dass ich das nicht getan habe. Wie viele andere Sachen wie Facebook, E-Mails beantworten und den ganzen anderen Scheiß auch. Und das habe ich mir jetzt echt für dieses Jahr vorgenommen, das alles ein bisschen besser zu behandeln. Damit man nicht den entscheidenden Anruf verpasst. Ja, irgendwann. Den Lotto gewinnen. Ja, ist so. Da habe ich mir auch schon manchmal gedacht, aber denke ich jetzt nicht zu viel drüber nach. Dann hast du noch einen Song über Kinder. Und dazu stand dann noch, glaube ich, auch wieder in dem Pressetext, den ich schon erwähnt habe, dass du dir Gedanken machst, dass es vielleicht besser wäre, keine Kinder zu haben für dich. Ja. Ist das Thema von dem Song? Das Thema von dem Song ist, dass ich mir halt immer wieder Gedanken darum mache, wenn mein Umfeld irgendwie Kinder bekommt, so. Und ich mir denke dann so, es gibt dann halt so coole Augenblicke, wo du dann den stolzen Papa siehst halt irgendwie mit seinem Kind und bla. Und bei Kalusha zum Beispiel und sich das Kind dann irgendwie entwickelt und du Einfluss auf jemanden hast, so. Für mich ist halt das Problem, dass ich sehr viel Scheiße durchhabe. Und man übernimmt immer voll viele Verhaltensstrukturen seiner Eltern, ohne es zu wissen manchmal, ohne es zu wollen. So, wenn du Kind bist, sagst du, oh, ich würde alles anders tun als ihr, wenn ich mal irgendwann Kinder habe, dann darf mein Kind das und das und das. Und dann schaust du dich um, bist erwachsen irgendwie. Und ich wurde zum Beispiel oft mit Nichtachtung gestraft. So. Und das tue ich mittlerweile auch. Und dann hinterfragst du dich und denkst, ey Mann, so wolltest du nie sein. So, weißt du? Und wenn du Kinder hast, dann übernehmen sie halt deine Macken und eigentlich ist so ein Kind immer so ein unbeschriebenes Blatt, weißt du, du kannst alles richtig machen oder auch voll verkacken, so, weißt du, und dann lebt dieses Etwas aber auch noch, sagen wir, 50, 60 Jahre, wenn es Glück hat, so, und dann, ob du sowas hinterlassen willst, ist dann immer fraglich, so. Und ich traue mir das an manchen Ecken nicht so wirklich zu, so, ich kenne auch viele Leute, die sagen, Mann, sei, du wärst der Übervater überhaupt, so, aber weiß ich nicht, ich traue mich nicht, bin ich Lappen, glaube ich. Katie, hast du eigentlich einen Lieblingssong? Oder gibt es einen, den ich jetzt hier voll vergessen habe, obwohl du da den allergeilsten Beats des Jahrtausends gemacht hast und wir haben noch nicht drüber gesprochen? Obwohl ich es mal überlegen hatte. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist immer tagesabhängig. Also ich mag eher die härteren Nummern, aber manchen Tage ist auch cool. So die Nummer, die wir jetzt rausgebracht haben, Alles geht weiter, die Single mit Berkan, die fand ich am Anfang nicht so geil. Das war einer der Songs, die mir weniger gefallen haben. Aber jetzt mit dem Video und das unfassbare Resonanz auf jeden Fall, das hatten wir auch noch nie, glaube ich, so eine positive Resonanz auf dem Song. Gab es, glaube ich, nur drei Hater oder sowas, irgendwie, die sich da krass Mühe geben und mir irgendwie. Ist es nicht der bei Sequenz so eklig geschmatzt hat? So was Ekliges habe ich noch nie in meinem Leben gehört. So, übrigens, okay. Das ist unser Brettspiel, ja. Die Kamera. Da sind auch die ganzen Songs drauf, die Aktionsphase. Ich überlege, was können wir noch erzählen zu dem Song? Das Brettspiel liegt in so einer Spezialedition dabei. Genau. Ne? In der Box gibt es das Brettspiel drin. Vertrau mir, ist da auch lustig. Also eigentlich müsste ich sagen, alle Songs haben definitiv was so. Ein Fan meinte mal zu mir oder hat mir das geschrieben, meinte, Mann, Said, du nimmst einen immer mit so auf Reisen. Und das ist eigentlich für mich die perfekte, er hat es auf den Punkt gebracht, weißt du. Deshalb auch hier würde ich keinen Song auslassen und wie KD schon meinte, ist echt stimmungsabhängig. Vertrau mir finde ich eigentlich auch sehr witzig, aber eigentlich hat er dich auch nach deinem Lieblingssong gefragt. Ja, ich weiß, also Vertrau mir ist nicht einer meiner Lieblingssongs, aber es ist ein geiler Song, ist auch lustig, wie der entstanden ist, weil wir waren mit Credibil im Studio und wollten irgendwas machen
Und was war das andere? Das war ein anderes Thema noch. Auf jeden Fall haben wir nach einem Thema gesucht und dann kam das Vertrauen, das ist halt diese Leute, die immer zu dir kommen, so super Pläne haben und so, ja, vertrauen wir machen das. Das läuft schon. Es wird schon. Du wartest hier nur kurz draußen, ich bin gleich wieder da. Ja, ansonsten, hab's versprochen, ist auf jeden Fall einer meiner Favoriten. Ja, meine auch. Weil es ist auch eher einer der Songs, der eher zum Album, zum Leben verurteilt Album passt, von der Thematik auch her und das, man, so ich... Dass er den eingerappt hat, habe ich gleich gefühlt, so, ja man, das ist auf jeden Fall Sai, so wie man ihn kennt. So. Ja, ansonsten, ey, ich feiere alle Songs jetzt. Es ist ein super Album geworden, ich bin sehr stolz drauf. Selbst die zwei, die du nicht produziert hast. Also Berkan hat 3 oder 4 Dinge gemacht, die sind auch alle super. Und AT Beats auch, und ansonsten wären die auch nicht drauf gekommen, wären die nicht geil gewesen. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann abschließende Frage. Also am 12. September können wir uns Hootrish holen. Ja, wenn Gott will, dann wird das alles so laufen. Weil wie gesagt, wir haben jetzt auch viele neue Sachen mit so einem Brettspiel. So, es hat vorher noch keiner gemacht von uns. Sich damit auch auseinandergesetzt, wie das dann am Ende im Entstehungsprozess da ablaufen wird. So. Und auch, ich glaube, der Vertrieb hat es vorher auch noch nie gemacht. So. Ich fand die Idee auch geil. Ich bin auch ein bisschen neidisch, dass Roos den Job bekommen hat, mit euch das Brettspiel zu spielen. Also wir spielen das jetzt, wenn die Kamera aus ist. Ich guck's mir sonst dann auch auf hiphop.de an, wie Roos dann Spaß mit dem Brettspiel hatte. Und was wohl passiert, wenn man auf das Feld ficken kommt? Ja, letzte Frage, was steht sonst noch an bei euch? Was steht an bei dir mit, für wen produzierst du noch? Wird es eine gute, große Tour zum Album geben? Was muss ich noch wissen? Also wir versuchen auf jeden Fall ein paar Auftritte zu organisieren. Also eine richtige Tour dieses Jahr weiß ich noch nicht. Am liebsten natürlich mit Yoshi und Credibil auf Tour, passend zum Song. Da hätten wir auch die Hymne dazu. Ansonsten steht an, ich mache jetzt mein Projekt. Es wird auch kein Produzentennamen, wie ich vorhin gesagt habe. Auf jeden Fall eher, ich werde mich selber ein bisschen ans Mic trauen, ein bisschen mehr. Also natürlich mit vielen Features von all meinen Kollegen. Ansonsten macht Zeit auch schon, schreibt neue Songs. Ich habe auf dem Blut und Kasse Peters Album 2 Songs produziert. Ich habe Yoshis Album mit Stereoids komplett produziert. UFO natürlich, was jetzt in 2 Wochen, also heute ist, also nächste Woche kommt es raus. Ich weiß nicht, wann das Interview ausgestrahlt wird, aber auf jeden Fall auch ein super Album. Ihr seid nicht allein. Ansonsten. War ja schon nicht so wenig, wa? Ja, also mit Raff wahrscheinlich wieder auch ein paar neue Sachen machen, weil der ist jetzt auch wieder kreativ und so. Ja. Ja, ist immer ganz komisch. Irgendwie hört man nicht auf zu arbeiten. Man nimmt sich dann immer so gewisse Sachen vor, wo man sagt, ja, wenn ich das denn geschafft habe, so dann lehne ich mich zurück. Aber dazu kommt man irgendwie gar nicht. Dann kommt immer wieder irgendwas Neues und schwupps hast du dann schon wieder ein neues Album. Ist auch diese Konstanz, irgendwie jedes Jahr ein Album rauszubringen, ist ja mittlerweile irgendwie Standard so und da bleibt einem dazwischen gar nicht viel Zeit. Ist dann immer irgendwie wie Bundesliga, so du hast dann nochmal 2 Wochen Urlaub und dann geht's schon wieder los so irgendwie. Wenn du noch überlegst, du brauchst ein paar Monate, um das Album zu machen oder was weiß ich wie lange, dann hast du deine Promophase, die werden auch immer länger. Dann hast du vielleicht auch noch eine Tour in dem Jahr, wenn es geil ist, da hast du ja schon mindestens 9 Monate voll damit. Ich freue mich, wenn ich irgendwann mal zum Leben verurteilt mir so ganz in Ruhe mal anhören kann wieder so. Ich habe das noch, ist noch nicht mal richtig verdaut, habe ich das Gefühl und schon wieder ein neues. Ich bin ja auch begeistert von uns, mir, dass wir das irgendwie so wieder hinbekommen haben, weil am Anfang hatte ich schon ein bisschen Angst, so dass die Qualität vielleicht drunter leiden kann, so wenn man halt so schnell, weil ich bin es ja auch noch gewohnt, dass ein Künstler einfach mal so 3 Jahre im Nebel verschwinden kann, so, und dann wiederkommt und yeah, er ist nie weg gewesen, so, weißt du, so ist es ja heute nicht, man, die fragen dich nach einem halben Jahr, ob du aufgehört hast zu rappen, so, weißt du, so, wo ich mir mal denke, tschüss, man, hol dir auch meine... Du hast vorgestern nichts auf Facebook gepostet, ja, genau. Was los, Karrierewende? Was los? So ist es, so ist es schnelllebig geworden einfach und ja, da muss man jetzt irgendwie immer am Ball bleiben. Ja, gut, aber die Stimmung ist ja besser geworden und es macht ja Spaß und wenn du dann Hoodrich bist, kannst du dich zurücklehnen. So ungefähr, hoffe ich, denke ich, wünsche ich mir uns allen. Vielen Dank und viel Erfolg mit dem Brettspiel und dem Album, was es dazu gibt am 12. September. Bis dann. Peace.